euch alle auf dem. Ich habe auch viele Fotos auf der 3-Band-Tour-Website. Die könnt ihr euch auch mal angucken. Ich wollte auch mal beschreiben. Und ja, das ist wirklich ein Magdeburg. Schöneberg, Schöneberg, Elbe, alles lang. Und ich habe mir geplant, in den Sommerferien, dass ich einmal abends am Magdeburg fahre und ein paar Aufnahmen mache, wie bei City Nachtliner, City Nightliner, den habe ich noch nie gesehen live, ein Video ja, aber nicht live, nicht. Und den werde ich dann, dass ich dann eine Ferien fände, also wenn Paul zu Ende ist, auch Videos habe. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich bin geschlafen. Ich bin 4 Stunden schlafen. Das ist nicht schön. So, nächster Halt, Barleber See. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Folgen wird zur Zeit auch nicht mehr geben, entschuldigt. Also, ich habe jetzt vieles Neues geplant, das ist einmal, und sie leider ein bisschen, naja, zurückhält. Aber es geht bald weiter. Kommen wir wieder kurz, 2 Folgen, bevor die erste Staffel zu Ende ist. Und die 2. Staffel von Trennsimulator geht auch bald wieder. Ja, da könnt ihr euch auch wieder freuen. Auf der Strecke German Greyhound. So, 200 haben wir Zeit. Aussteigen, wie sie möchten. Ja, sieht hier alles kahl aus. Wie gesagt. Ja. Ich habe das jetzt extra. Ich habe die Strecke mit den Cooler-Fahrplänen, Aufgaben, alles. Meiner Festplatte, externe Festplatte gespeichert. Gleich pro Trennwerf, ich sowieso bald wieder reinzulegen muss. Weil es irgendwie abkacken ist. Und ich habe meine Datenreparatur gemacht, also Datenbank und hatte mir 3000 Fehler angezeigt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was dieser Scheiß soll. Ich verstehe das Spiel langsam echt nicht mehr. Ich will auch kein neues Addon mehr kaufen, ich habe Addon 9 und 12 und es reicht. Aber ich kann euch allen schon mal verraten, es wird ein neues Let's Play geben, aber nicht vom Pro 3 Perfect, sondern geht doch Microsoft Trennsimulator. Trennsimulator ist ja bekannt, 2001. Und ja, es gibt einen Trennsimulator 2012, wo ich dasselbe, nur so ein bisschen besser und alles, also sehr viel Verbesserung drin. Den habe ich mir gekauft, natürlich ohne Add-on, aber da sind erstmal zahlreiche Strecken drin, die reichen auf, 70 Aufgaben, Tutorials und ja, ich werde mir alles abfrühstücken. Also das heißt, erst kommt Tutorials, dann kommen dann die Aufgaben. Und ich habe mir vorgenommen, das Let's Play zu machen von Railworks 3. Habe ich zugelegt und ja, ich bin mit diesem Spiel sehr zufrieden. Also der Kauf hat sich echt gelohnt. Vor allem das Spiel braucht nur 2,8 GHz, hat das nur sowas, oder 3 GHz. Und läuft flüssiger als Pro 3 Perfect. Was ich auch toll finde, dass die Fahrgäste, die
bewegen sich einfach, die können laufen am Bahnsteig, ne? Die steigen richtig ein. Also ist prima, ne? Außer mit der Steuerung. Ich weiß, da hatte mal Trennsimulator am Anfang einen Fehler gemacht. Aber es erzähle ich erst, wenn das allererste Let's Play beginnt. So, Ballübersee, Abfahrt 28, nächster Halt ist Rotensee, Abfahrt 32. Also es wird ein langes Let's Play. Also ich hier länger, also ich meine jetzt kommt Haufen voll. Das war nächster Halt, Magdeburg, Rotensee. Hier fährt er sich aus. Ausstieg, Anfahrt, rechts. Zeit. Also der Fahrplan ist strikt und einfach. Ja, würde ich sagen, halt scheiße. Weil wir haben als 32 Abfahrt. Ja, toll. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vorsicht beim Einsteigen, Türen schließen selbsttätig. Belogen. So, wir sind Rotensee, genau. So. Gucken wir uns mal in was an. Schön, ne? Da guckst du was? Da guckst du was? Kann man die nicht angehen? Man geht lange ran. Gut, die kann noch lange warten, bis diese S-Bahn zurückkommt. Das ist der einzige Zug, der überhaupt noch nicht ankommt. Die müsste aber entschlafen. Die arme Sau. Hey Olle, wo bist du? So, das sieht so aus. Ne? Ja, hier ist hier der Schuhmann. Wir fahren jetzt mal ab, weil dann können wir Verspätung reinkriegen. Das hört sich immer am Programm perfekt, ey. Das ist immer... Da rein schon, ja. Gut, da vorne.
Ja, was gibt es denn noch so Schönes hier in der Gegend? Ach ja. Die Elbe. So keine Elbe, aber ja, Wasser, ne? Eine Brücke von den Autos. Von auch Autos. Sehr schick, ne?